Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Reaction-Video. Das kommt übrigens auf dem Reaction-Kanal und auf dem Gaming-Kanal, weil es hat ursprünglich etwas zu tun mit dem Gaming, aber ist halt trotzdem eine Reaction. Egal. Leute, Red hat auf ein Video von mir reagiert. Ich habe ihm einfach gestern random in den Stream geschrieben, dass er auf mein neues Video reagieren soll. Also, ihr seht hier, postapokalyptisches Kochen. Ist ja nice geworden, könnt ihr auch vorbeischauen. Nein, Spaß, aber ja, ich habe eigentlich in den Stream geschrieben, als er Among Us gespielt hat. Dann dachte ich, er reacte kurz drauf. Hat aber nicht gemacht, er hat ein eigenständiges Video gemacht. Und ich habe mir gedacht, ich reacte da mal drauf. Okay, man sieht hier, ich habe schon kurz ein bisschen reingeschaut, weil ich habe es gerade geguckt. Dann habe ich in die Kommentare, also habe ich ein bisschen geguckt. Dann habe ich in den Kommentare geschaut, beziehungsweise Red hat es mir auch noch geschrieben. Wie, warte, Minecrafter, geiler Name, Alter. Er hat auf jeden Fall geschrieben, er müsste jetzt auf das Video reagieren, also auf die Reaction. Und das mache ich jetzt. Ich weiß nicht wieso, einfach just for fun, aber ja, ich mache das jetzt halt und genau, das mache ich jetzt und das ist das, was wir jetzt machen und damit fangen wir jetzt an. Wie gesagt, ich bin hier schon bei 2 Minuten, seine Reaction gibt 14 Minuten, okay. Deswegen, ich habe schon ein bisschen gesehen, wir schauen uns aber trotzdem von Anfang an, Like habe ich natürlich schon gegeben, ist ja klar. Hier Kommentare, genau, ihr seht's. Ja, was kann man dazu sagen? Also, ich bin gespannt, was er so sagt. Ich habe am Anfang einen kleinen Kritikpunkt gefunden. Den werden wir aber gleich vernichten. Hashtag RedReact übrigens, geiler Hashtag. Ist mir so aufgefallen, schon beim ersten Mal. Wir schauen jetzt auf jeden Fall rein. Beziehungsweise, warte mal. Ich muss kurz gucken, hat er sich das Vollbild gegönnt dann? Okay, dann machen wir das auch Vollbild. Hey Leute und... herzlich willkommen. Ist die Qualität so scheiße? Warte kurz. Hat eigentlich 4K, aber bei mir stellt es immer automatisch 480p ein. Ich weiß nicht wieso. Ein Video von MineKing. Ja, warum? Weiß ich nicht. Aber ja, MineKing hat heute was hochgeladen vor 5 Stunden und ich habe mir gedacht, wir reagieren da mal drauf. Ich würde sagen. Finde ich gut. Ich. So, hier mein Bildschirm, wobei, warte. Wunderschöner Kanal, abonnieren und Glocke. So wie, du, guck mal nicht, Alter, mein Schweizerdeutsch. Red, warte. Genau. So, Red macht das richtig, er hat die Glocke abonniert. Also aktiviert. Deswegen machen wir da mal hier ein Fenster rein. Und ja. Genau, so mein Ding jetzt. Bruder, wieso schneidest du das nicht einmal raus, Alter? Dann würde ich sagen, haben wir hier das Video. Jetzt geht's los. Von MineKing. Nein, sag bloß, er hat dasselbe Problem. Warte mal, ich muss kurz noch. Er hat schon predicted, so. Scheiße. Alter! Aua! Leute! Kam mir bekannt. Hallo und herzlich willkommen zu Cooking Simulator. Wir müssen ein bisschen nachziehen. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt, Red hat auch Cooking. Hier oben, schön verlinkt, ne? Simulator gespielt. Eigentlich ist das normale, also er ist low. Wir spielen heute. Und jetzt kommt die Kritik. Ich sag noch nichts, wir gucken jetzt mal kurz dazu. Erstmal, wie nachgemacht ist bitte mein Schnitt? Ich habe am Anfang die Musik übersteuert. Und gut, er hat mit der Cam noch ein bisschen was gemacht. Also erstmal das. Erstmal, ich habe nichts übersteuert. Das war so laut. Ich weiß nicht wieso. Und es war so laut. Ich habe nichts übersteuert. Also außer kurz, wo die Facecam so gewackelt hat, aber vorher nicht. Und okay, ja, das stimmt. Das habe ich mir dann auch gedacht. Scheiße, ist jetzt ein bisschen nachgemacht. Weil mein Video kam ja später als Science, aber ich bin mir ziemlich überzeugt, dass ich meines früher aufgenommen habe, als er seines. Beziehungsweise nicht unbedingt, dass ich früher aufgenommen habe, sondern dass ich einfach. Ja, ich wusste halt noch gar nichts, dass er das auch macht und ich hatte es schon aufgenommen und ich dachte halt, das ist lustig. Das ist ein kleines Missverständnis, nur kurz für Red hier zum Aufklären, aber egal, weiter. Also, bitte, ne? Und nochmal was anderes dazu. Ich habe nicht nur dieses... Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt auch nicht. Zu dem Zeitpunkt wusste ich einfach, hat mir Red geschrieben, ja, er wird ein Cooking Simulator Video hochgeladen. Und da habe ich halt, er hat mir das Thumbnail geschickt. Und im Thumbnail habe ich gesehen, dass im Hintergrund die normale Küche ist. Also die moderne, normale Küche. Und deswegen dachte ich, ah, der hat nur das Normale. Der hat nichts Krasses. Leider hat er dann einen Tag oder 2 Tage später das Pizza DLC hochgeladen. Und dann kam, glaube ich, erst mein Video oder am gleichen Tag oder so. Auf jeden Fall war das nicht ganz richtig abgestimmt und es hat ein paar Missverständnisse gegeben, aber jetzt ist es ja geklärt. Daher habe ich jetzt meine Meinung auch noch dazu gesagt. Wir hören jetzt aber erstmal weiter. Standardspiel. Ich habe mir auch mehrere DLCs dazu gekauft. Das heißt, das stimmt, ja. Zu dem Zeitpunkt, als MineKing das aufgenommen hat, was vorgestern war,
habe ich... Ist ihm nicht ganz richtig. ...schon das neue Video geschnitten, was heute rausgekommen ist. Also heute ist schon in euer DLC gekommen. Also bitte, Mike King. Wie gesagt, kleines Missverständnis. Da nächstes Mal noch was in die Kommentare schreiben. Danke. The Shelter. Die Beschreibung lassen wir einfach mal. Wir gehen da mal rein und schauen mal, was da so abgeht. So, ab jetzt ist es für mich nämlich, glaube ich, sogar genau ab 2017. Bis da habe ich es geguckt. Und jetzt ist es neu für mich, da habe ich noch nichts gesehen. Ich bin jetzt gespannt, was er hier noch so zu sagen wird. Im Shelter DLC. Ich habe übrigens auch das Cookies and Cakes DLCs gekauft. Von daher können wir das dann auch mal noch. Diese Dings nervt mich so hart. Ich habe DLCs gesagt. Und es halt wurde eigentlich so Cookies and Cakes DLC. Aber ich habe irgendwie Cookies and Cakes DLCs aller. Habe irgendwie gesagt, egal. Spielen, aber jetzt erstmal Shelter. By the end of the 1980s, the old world disappeared in the flash of nuclear explosions. Those that survived were forced to fight for basic resources. Successive generations of mankind struggle on in the hope of one day rebuilding. Ich glaube, das können wir ja skippen, weil also das ist jetzt erstmal ein bisschen storymäßig und nicht so spannend und das könnt ihr euch im normalen Video anschauen bei mir, dann bekomme ich nämlich dort auch noch einen Klick. Spaß. Okay, ich spule mal ein bisschen vor, ich hoffe, da sagt er jetzt nicht. Sagt er hier irgendwas? Nee, oder da sitzt der nur still rum. Da geht's dann gleich weiter. A good place to cook and ja, guck, ich will auch skippen. While you try to get the satellite dish operational again. Wieso hat er einen Ring? Ist er verheiratet, Alter? Alter, es geht ja richtig deep. Digga, wir müssen doch nur kochen, oder was? Ja, schließen. Brauchen wir nicht, wir sind ja Profis. Ein paar Sekunden später. Was muss ich jetzt machen? Ah, Spielerhandbuch. Nein, hier, so Tab. Okay, wir machen jetzt hier so ein Überlebenskünstler-Käme. Wisst ihr, was mir auch auffällt? Ich weiß nicht, warte mal. Das muss ich jetzt kurz gucken. Ist das bei meinem normalen Video auch so? Weil ich höre mich so komisch an, warte mal. Ja, das ist nicht wichtig. Okay. Dann haben wir Dosenfleisch, Alter. Lecker. Hä, das ist die Qualität nie so schlecht wie bei Red? Liegt das an seiner Desktop-Aufnahme oder wieso ist das so? Das ist mir nämlich schon mehr aufgefallen bei seinen Videos, dass die Qualität von mir irgendwie komisch ist. Oder ich weiß nicht, ob es am Discord liegt, ob es, also dachte ich jetzt nur mal Halle zum Beispiel, aber jetzt hier ist ja obviously, dass irgendwie an ihm liegt. Schau doch mal rüber, Red. Okay. Dann haben wir Dosenfleisch, Alter. Lecker. Okay, nehmen wir das Dosenfleisch, flüge dem Spieß Dosenfleisch hinzu. Okay, das muss ich hier drüben hinpacken, okay. Welchem Spieß? Ist die Frage. Hier hinten leuchtet noch etwas grün, Barbecue-Soße. Achso, die brauchen wir später dann, okay. Also erstmal alles, genau, hier drüben sehen wir es auch. Bringen das Kaktus hin, genau. Ich habe ein bisschen Angst, dass es so mega Erwartungen hat, dass ja was mega krasses passiert ist, aber ich habe einfach just for fun reingeschrieben, erst mal das neue Video react. Und jetzt macht er so ein ganzes Video, Alter. Scheiße, Mann. Erstmal alles hier holen. Und ich hasse Öl in diesem Spiel, das fällt mir immer zu Boden. Nimm den Spieß und füge das Dosenfleisch hinzu. Okay, wo ist der Spieß? Ah, hier. Oha, Digga. Bruder. Okay. Sieht ein bisschen disgusting aus. Okay, dann drücken wir das wirklich ganz kurz. Ekelhaft aus. 60 Sekunden. Scheiße, ich habe keinen Timer. Warte mal. Wir machen nur noch 50. Ich denke, das reicht. Läuft der? Ah, jetzt läuft der. Okay. Lecker. Ey, aber ich react einfach praktisch auf mein eigenes Video, aber Red chillt noch so unten in der Ecke. Sieht echt nice aus hier alles. Also wirklich so bunkermäßig. Find us. Oh nein. Kann ich denn... Oh, ich wollte ihn eigentlich wieder platzieren, aber egal. Boah, Alter, aber dieser Spieß sieht wirklich lol, er dreht sich von alleine. Okay, nice. Ja, schon ein bisschen disgusting. Was ist das hier? Eine Schüssel. Ja, nehmen wir einfach mal. Eins, nur so nicht. Ich bin aber echt gespannt, wie das weitergeht in diesem DLC. Ich kann mir da relativ viel Potenzial davon vorstellen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, Alter. So. Ausschalten. Achso. Ach, scheiße, warte mal. Fresse. Okay, jetzt kommt hier Barbecue-Soße hier. Drüber, stimmt, oder? Ich musste ja auch irgendwie zweimal restarten. Alter, war das stressig. Können wir das einfach hier drüber machen? Oh. Scheiße, die ist leer. Ich glaube, es hat nicht geklappt, oder? Ach so. Hauptsache erstmal alles daneben. Oh, ich glaube, er sagt was, oder? Das, ich wette, das wäre mir auch passiert, dass ich eine ganze Flasche daneben gekippt hätte. Es wäre mir so safe auch passiert. Ja, ist aber auch scheiße schwierig, Mann. Oh, das hätte ich in der Schüssel machen müssen. Okay, warte. Ich meine, dem Tutorial oben folgen, oben in der Ecke, oben bei meiner Facecam wäre auch zu einfach.
Scheiße, wo war die Barbecue-Soße? Oh nein, vielleicht Kühlschrank auch besser wieder zu. Hier. Okay, das schalten wir schon mal auch alles nach und nach frei. Das ist dann mehr wirklich wie so ein Spielemodus halt. Also, wisst ihr, halt auch ein bisschen mit Story und so. So, dann kommt das hier auch. Und die will er etwas sagen? Habt ihr es gesehen? Er hat so seine Arme verschränkt, da plötzlich war so. Oder da bleibt er stehen und kommt jetzt noch? Hier, boah. Oh Gott. Wisst ihr, was ich meine? Warte mal. Das will ich euch zeigen. Guckt auf seine das Hand. Wir schauen mal auf alles nach und nach frei. Das ist dann mehr wirklich wie so ein Spielemodus halt. Also, wisst ihr, mit halt auch ein bisschen ja, mit Story und so. Und dann wurde er so. Dann kommt das oh, sorry. Dann wurde er so. Ah, nee, das hier. Oh Gott. Ah, ich sollte nur ein paar Milliliter. Ich fand das so lustig. Okay, nochmal. Ah, ich muss jetzt auch erstmal alles lernen, okay? So, jetzt kommt hier 10 Milliliter nur rein. Ich bin ja mal gespannt. Mikey und ich haben was geplant. Oh, stimmt. Oh Gott. Das wird so funny werden. Also, wenn ich das so sehe, wie Mikey da kocht, so nochmal sagen, das wird einfach nur lustig. Das wird komplettes Chaos. Wir haben etwas geplant, wir sagen euch aber, glaube ich, noch nicht was. Beziehungsweise ich sag's nicht, vielleicht erfahrt ihr es aber Red. Es wird auf jeden Fall hardcore witzig, ey. Das wird's. Chaos. Die Mucke ist aber auch geil. Okay, so. In einer postapokalyptischen Welt. Ich weiß nicht, was Mikey immer für ein Problem hat, diese Ölflaschen zu nehmen, sie leer zu machen und dann wegzuschmeißen. Ich meine, klar, man will sie aus der Hand haben, aber wenn jedes Mal man sie wegwirft, gehen sie einfach kaputt und das läuft dann überall runter. True, aber ich weiß auch nicht wieso, das ist so in mir drin, weil ich das immer so witzig fand, diese Sachen rumzuschmeißen, auch diese ganzen Gewürze und so. Und jetzt mache ich das nur noch und deswegen geht immer alles kaputt, das ist ein bisschen scheiße, aber naja. Oder wie man das ausspricht, sollte man eigentlich sparsam mit Ressourcen sein. Das ist mittlerweile die dritte Barbecue-Flasche, die ich benutze für eine Person. Das ist wirklich, ey. Digga, ich verbrauche so viel in dieser Welt, aber egal. Na, egal, kann mal passieren. So, und jetzt macht jeder seine Zelt kommt das Ding hier rein, aber wie machen wir das jetzt? Ich glaube auch zu dumm, ich checke nicht, dass das nicht da reingeht irgendwie. Also ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht realisiert, wieso dass der Spieß nicht in eine Schüssel reinkommt. Ich habe das irgendwie nicht gepeilt, obwohl es ja gar nicht, also es macht ja komplett Sinn. Weil der Spieß einfach zu groß ist, aber irgendwie habe ich da einfach nicht gecheckt. Das Fleisch wegnehmen? Wie macht man das jetzt? Wieso sind hier Scherben? Okay, wir kippen die Soße einfach, glaube ich, über das Fleisch. Ich glaube, das ist am besten. So. Nein, ach man. So. So, das muss reichen. Hä, was? Das waren noch 60 Sekunden. Okay, warte, wir machen den nochmal kurz rauf. Der fertig ist. Ah, okay. Schalte den Grill aus. Lege das Ding. Kebab auf dem Teller. Oh, Kebab-Teller. Luxus, Bruder. Luxus. Tresen. Okay, jetzt muss ich hier mit der Pipette. Der Mischung. Oh, scheiße, die Mischung hätte ich jetzt gebraucht. Nochmal, Leute. Das war wirklich so dumm, da muss ich nochmal anfangen. So, das siebte Mal. Nee. Hätte mir ja auch jemand vorher sagen können, Alter. Scheiße, wir haben kein Kaktusöl mehr. Und auch kein Barbecue-Soße. Ist hier irgendwas? Also, ja, das ist halt natürlich dumm gelaufen. Kann ich hier vielleicht vom Tisch bisschen boah, aufsaugen, Alter. Aufsaugen? Scheiße, Leute. Ist halt auch nichts mehr drin. Oh nein, Alter. Och, wir müssen das jetzt restoren, Alter. Scheiße, Mann. Alter, was ist das? Ich bin auch so ein Amateur, Alter. Okay, wir... Weißt du, man mag ja glauben, dass ich in meinem letzten Video dumm war und mit der Pizza verkackt habe. Tomatensoße. Wieso ist die grün? Oh nein. Selbstgemachte Soße. Er hat keine Tomaten reingemacht. Oh mein Gott. Ich hab die Tomaten vergessen. Er hat den gleich. Achso. Aber das. Digga, so lost. Okay, das war schon los. Einfach für eine Tomatensoße die Tomaten vergessen. Man kennt ihn, Digga. Aber das, was er da macht, ist ja nochmal Dummheit auf einem ganz anderen... Was? Digga, was? Hä, hey, ich habe nur ein paar
Soßen verschwendet, Allah. Oder was meint ihr eigentlich genau? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, wieso er meckert. Ja, aber egal. Aber eine Tomatensoße, da gehören doch Tomaten rein. Wieso vergisst man die? Hä? Also kann ich nie verstehen. Level. Also bitte. Erstmal ein Like dafür. Oh, Ehre. Wie gesagt, ich habe hier schon ein Like. Jetzt hier zum Glück ein bisschen zwischenspeichern. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Okay, jetzt wissen das wir. Das Einzige, was zwischengepeichert hat, ist, dass ich den Spieß genommen habe und das Fleisch schon mal aufgespeist. Geht, jetzt ist ja easy. Ich muss halt einfach mehr nach dem Tutorial gehen. Wow. Alter. So. Okay. Mischung. Diese Hintergrundmusik fühle ich so hart. Die finde ich so nice. Noch ein Milliliter. Bringe ich das hin? Okay, scheiße, ein bisschen zu viel. Egal. Geht's weg hier. So. Go on. Es ist wirklich wieder genau gleich. Wenn wir hier noch auf dich warten. Aber das geht ja schnell. Hier Grill ausschalten. Und den Kebab jetzt wieder auf den Teller legen. Warte. Sieht auch alles so disgusting aus, Alter. Es sieht aber wirklich, alles so ein bisschen, angedreckt und alles so ein bisschen dreckig, Alter. Ich bin halt ein sehr sauberer Mensch und das finde ich übel disgusting in diesem Spiel. Finde ich aber auch, macht das Feeling ein bisschen besser halt, von wegen, ja, man hat halt nicht mehr so viel und alles, man muss sparsam mit Wasser umgehen, man kann die Teller nicht mehr immer abwaschen. Meiner Meinung nach, naja. Hä, ich habe doch 10 Milliliter Barbecue-Sauce in eine Schüssel gegeben. Och man, nochmal. Vielleicht würde es helfen, wenn ich die Sachen dann nicht immer... Einfach nochmal weggeschmissen. Ich finde das viel witziger als Red irgendwie. Ich finde sowieso, ich finde mich irgendwie immer unheimlich witzig. Ich weiß nicht, ob mich das sympathisch oder unsympathisch macht. Mal wegwerfen, ne? Aber jetzt erstmal Barbecue-Sauce. Jetzt habe ich es auch gecheckt. Sonst geht das wieder nicht. Den Kühlschrank machen wir auch mal noch ganz zu. Okay, waren jetzt halt 11, aber das passt. Jetzt meckert er auch nicht mehr. Ich hab so vor 2 Minuten gesagt, vielleicht würde es helfen, nicht mal. Ich hab so gesagt, vielleicht würde es helfen, wenn ich nicht immer Sachen wegschmeiße. 2 Sekunden später. Wow. Ja, okay, jetzt noch 10 Milliliter von dem. Ach scheiße, 9. 9 ist so dumm. Oh. Okay. So, jetzt Pipette. Alter! Guckt euch das einfach mal an, da liegen nur Scherben. Nur Scherben, Mike, warum? Alter. Ich find's lustig. Nee, schlechte Angewohnheiten. Kannst du nicht nochmal? Ah, okay, so. Okay. Jetzt hier drauf. Oh, perfekt verteilt. Bitte. Ich hab doch die gefüllt. Ach so, nochmal. 20 Milliliter. Ach, jetzt reicht das nicht. Och, Mann. Bruder. Ach, jetzt muss ich nochmal holen. Ich hab wieder keinen mehr. Doch, Barbecue-Sauce hab ich noch. Jetzt hab ich denn schon kein Kaktusöl mehr. Das habe ich wirklich nicht verstanden. Ich habe doch von beiden 2 Sachen verbraucht und ich habe von beiden 3 zur Verfügung. Wieso kann ich denn noch Barbecue-Sauce holen, aber nicht Kaktusöl? Weiß ich nicht. Warum hat er kein Kaktusöl mehr? Vielleicht, weil da so 7 Flaschen an der Wand kleben? Vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Man weiß es nicht. Jetzt kann ich da nicht mal mehr ändern. Mehr nehmen. Ach komm, Alter. So, Mann, Leute, jetzt mal ehrlich, Alter. Jetzt kommt das Ding hier auf den Grill. Jetzt machen wir nochmal... Ich muss aber sagen, Ich muss aber sagen, auch wenn es vielleicht jetzt hier so wirkt, ich weiß zwar nicht, ob es so wirkt, aber ich war nie zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufgenommen habe, war ich nie so abgefuckt, ach nein, jetzt muss ich nochmal aufladen, weil ich habe ja im Moment sowieso Ferien und deswegen ist das alles ein bisschen chilliger und ja, das wollte ich noch kurz loswerden. Teller hier, machen wir erstmal nochmal 10 Milliliter Barbecue-Soße ein, noch ein bisschen, okay, sind alles ein bisschen mehr, aber egal. Ach, wieso werfe ich das schon wieder hin? 10 Milliliter? Dieser Junge ist so dumm. Wie kann man nur so unendlich dumm sein? Ja, ich weiß aber wirklich nicht. Wie gesagt, schlechte Angewohnheiten. Zack. Vorsichtig. Okay, das Dosen hier brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir können ja aber schon mal für den Kebab-Spieß hier einen Kebab-Teller vorbereiten. Oh, scheiße, jetzt... Ach nein, das war ich nicht. Okay, ey, noch nichts passiert. Das ist doch ein Kebab. Ey, aber jetzt. Och, scheiße. Hat irgendwie gebackt, das hat man leider nicht gesehen, weil ich das hier so ein bisschen verdeckt habe mit der Facecam, aber das hat halt irgendwie nicht gezählt als Kebab-Teller. Jetzt ist der noch runtergefallen. Ja, genau das ist mir so passiert. Ich hab genau so dumm in die Kamera geguckt. Wirklich, genau dasselbe ist mir so oft passiert. Wirklich. Alter. Ey, aber was ist das auch? Man hebt den Spieß auf, man kommt nach oben, bam, Teller kaputt. Nice. Mein Gott,
Das kann doch jetzt nicht so schwierig sein, einen scheiß Kebabspieß zu machen, Alter. So, jetzt geh da hin, verpiss dich. So, jetzt die Pipette hier. Zack, 5, 10, 15, 20. Das heißt, wir machen einmal. Wie kann ich denn ändern, wo das der hin soll? Ach, geil, komm. Warte mal. Also, Hauptsache in unserem Gang hier liegt einfach ein Handy auf einem Möbel rum oder geht einfach ein Wecker oder ist einfach herrenlos am Rumliegen oder damenlos, keine Ahnung, Alter. So, ja. Es war wirklich so random. Das findet ihr vielleicht nicht so wichtig, und aber ich dachte, ich nehme es trotzdem rein, weil es war wirklich so, ich war am Spielen, plötzlich höre ich so, lese das Ding halt so durch, was man vorhin gesehen hat, dieses, keine Ahnung, was war das? Hier so ein Info, ja, warte, man sieht es nicht, perfekt. So, das hier bin ich irgendwie am Lesen gewesen. Oha. Dann höre ich einfach so einen Wecker. Und dann denke ich mir so, hä, was ist das denn? Gucke ich nur auf mein Handy hier? Nee, geht kein Wecker. Dann denke ich mir so, hä, habe ich irgendwie, ich habe dort unten noch so zwei alte Handys, die haben eigentlich kaputt sind. Dann dachte ich, hä, gehen jetzt die? Bin nachschauen gegangen. Nee, ging nicht. Und dann ging es so raus in den Gang, weil es vom Gang kam. Und dann liegt einfach so ein Handy mitten auf so einem Möbel. Niemand ist da, niemand kümmert es. Alle haben es gehört, aber nur mich hat es irgendwie gestört. Und habe ich das einfach abgeschalten und keine Ahnung wieso, dass ich das jetzt so detailliert erzähle, aber das habe ich halt einfach getriggert irgendwie. Also Hauptsache in unserem Gang hier liegt einfach ein Handy auf einem Möbel rum oder geht einfach ein Wecker und ist einfach herrenlos am Rumliegen oder damenlos, keine Ahnung, Alter. So, jetzt aber, Red denkt sich auch schon so, hä, was? Gericht zum Servieren zur Seite, okay. Alter, haben wir ein ganzes Restaurant, das wir bedienen müssen, Alter? Speichern, okay. Finde das Rezept an grüne Pilzsuppe. Boah. Okay, Leute, das war's mit. Mögt ihr Pilze, Leute? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich nicht. Dem Antesten von diesem Diät. Außer Pilzsuppe, merke ich gerade. Steinpilzsuppe. Das ist das Einzige, was ich mag mit Pilze. Überall komisch, ey. LC Shelter. Also Cooking Simulator Shelter. Oh, der muss hier auch sitzen. Sieht man ihn überhaupt? Ja, bestimmt. Da hinten ist übrigens auch noch einer, aber den sehen wir, glaube ich, nicht. Egal. Auf jeden Fall, das so, nächste Mal. So random auch wieder. Aber ich wollte halt einfach meine Kollegen hier. Das sind einfach meine Kollegen halt. Machen wir eine grüne Pilzsuppe. Den sollten wir eigentlich auch mal einen Namen geben. Wie könnten wir die nennen? Schreibt es auch mal in die Kommentare oder so. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was... Ey, wirklich. Sagen wir es so, wenn ich dieses Produkt, was er gekocht hat, bewerten müsste. Boah, minus 10. Es wird nicht mehr als 3 Sterne kriegen. Na gut, also. Vor allem, wenn man weiß, wie es zubereitet ist. Dass so 5-mal am Boden lag, da sind Scherben dran, da ist Olivenöl viel zu viel und Barbecue-Soße auch. Egal. Haut auf jeden Fall mal ein Abo bei Mikey rein, der steht relativ kurz vor den 100 Abonnenten. Willst du mich verarschen, Alter? Also... Danke, dass du das sagst, so, aber Bruder, ich habe zum Zeitpunkt gerade, wo ich das hier aufnehme, 67 Abonnenten. Das ist mehr an der Hälfte von 100 als an 100. Aber egal, danke für dein Ding, dass den Leute abonnieren sollen. Geht natürlich auch zu Red, schaut bei ihm vorbei. Wir gucken noch kurz, was er sagt, und ansonsten war's das dann. Lasst ein Like da. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, haut auch rein. Ciao, ciao. Ich kann mich nur anschließen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.